So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Traditionell gibt es ja an meinem Geburtstag immer ein Limo-Video. Traditionell ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ist das erste Jahr. Letztes Jahr an meinem Geburtstag gab es ein Limo-Video, deswegen muss es dieses Jahr heute auch ein Limo-Video geben. Und genau jetzt, deswegen gucken wir jetzt mal, was ich euch so berichten kann. Also, die letzten Wochen waren, ich will nicht sagen mühselig, aber das Auto hat sich so ein bisschen gesträubt, zusammengebaut zu werden. An allen Ecken musste ich immer wieder was abbauen und wieder dranbauen und ein bisschen schleifen und ein bisschen passend machen, verschieben. Längere Schraube, kürzere Schraube, volles Programm. Hat ewig gedauert alles. Jetzt ist das Auto fertig. Fährt, ist übertrieben, läuft aber. Ich habe schon die ersten zwei Ölwechsel hinter mir. Wir machen ja immer am Anfang mit so einem ganz billigen 20W50 Einfahröl die ersten Meter. Dann kommt das raus und irgendwann gehe ich dann aufs bessere Öl. So. Problem ist allerdings, ich konnte bisher den Innenraum noch nicht zusammenbauen. Das heißt aktuell Innenraum noch Baustelle, wobei es auch ein bisschen übertrieben, eigentlich ist alles drin außer Armaturenbrett, weil, ihr erinnert euch, im letzten Video habe ich euch ja dieses Kencheck-Display vorgestellt und wie ich den Kabelraum dafür gebaut habe. Das sind jetzt hier alle Kabel, die von dem Motor kommen. Und diese ganzen Kabel müssen jetzt natürlich noch unter das Armaturenbrett ans Display. Das heißt, dieser ganze Kabelbaum muss jetzt hier durch. So, jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, warum ist hier so ein schönes, cooles, großes Loch? Ganz einfach, dahinter war der Klimakühler. Der Klimakühler ist ja nicht mehr, hatte ich euch ja gezeigt, wie der rauskam. Somit gibt es tatsächlich von Audi einen coolen Stopfen für Autos ohne Klimaanlage. Das heißt, den können wir jetzt passend machen, schieben hier einfach nur die ganzen Kabel durch und haben dann später im Wasserkasten einigermaßen wassergeschützt unsere ganzen Stecker für die ganzen Temperatursensoren, unseren Stecker für die ganzen Druck- und Drucksensoren und noch unseren Stecker fürs N75. So, sieht natürlich wieder nach haufenweise Kabel aus. Zum Glück habe ich ja in dem Golf 3 das Kencheck-Display schon verkabelt. Das heißt, das geht. Ich wollte nur nicht erst das Armaturenbrett einbauen, dann liegt man die ganze Zeit kopfüber da drin. Und ja, nee, lieber immer es vernünftig machen und es dauert halt ein paar Tage länger, als jetzt da auf Krampf alles fertig zu machen und am Ende ärgert man sich, kommt nicht dran. Und jeder, der über Kopf schon mal im Innenraum irgendwelche Kabel verlegt hat, der weiß, das macht keinen Spaß. So, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden hiermit. Zack. Weil ich denke, das ist wirklich hier im Wasserkasten optimal. Hier, erinnert ihr euch, habe ich noch ein paar Leerkabel schon mal gelegt. Falls ich noch mal irgendwie zusätzlich was anschließen will, kann ich das hier einfach anstecken. Fertig. Ja, so, jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Haha. Siehst du, im Laufe des Videos fallen mir eh wieder ein paar Sachen ein, die ich euch gerne zeigen würde. Ich habe meine Batterie zu Lightblock zurückgeschickt und zwar war da vorher die LB26 drin. Jetzt gibt es ein Upgrade auf diese Motorsport-Version. Da ist dann hier dieser Ausgang mit einem schönen Stecker und einem schönen Kabelbaum dran. Und das Coole an diesem Kabelbaum ist, der liegt jetzt hier erstmal nur provisorisch drin. Ihr habt zwei An- und Austaster. Das heißt, ihr könnt komplett das ganze Stromnetz einfach unterbrechen per Knopfdruck und schon ist alles tot. Das heißt, diesen Kabelbaum werde ich mir in den Innenraum legen und mache mir irgendwo Mittelkonsole und das Lenkrad, wie auch immer, einen Knopf, dass falls irgendwie mal was passiert, es brennt, wir wollen es nicht hoffen, aber man weiß es nie, kann man einfach nur hier draufhauen und schon ist komplett vom ganzen Fahrzeug die Elektrik tot. Zusätzlich hat diese Motorsport-Version noch eine weitere Upgrades, die kam allerdings eh mit der Generation 4 von der Batterie. Das heißt, diese Batterie erkennt zum Beispiel automatisch, wie viel Strom sie zum Starten gebraucht hat, speichert sich das ab und sollte die Batterie irgendwann mal leerer werden, dass sie das nicht mehr gewährleisten kann, so viel Strom zur Verfügung zu stellen, schaltet sie automatisch ab. Das heißt, es ist immer garantiert, dass es anspringt. Das Ganze ist sowohl per App steuerbar, das habe ich allerdings ehrlich gesagt noch nicht getestet, muss ich mal machen, da kann euch zur Not der Frederik von Lightblock bestimmt mehr zu erzählen, aber ich wollte es auf jeden Fall haben wegen den An- und Ausschaltern. Man kann das Ganze auch ans CAN-Bus anschließen. Bei meinem Auto leider irrelevant, weil hat nicht viel CAN-Bus. Aber man könnte das auch über CAN-Bus genauso weiter steuern alles. Hat nämlich auch eine ECU-Kill. Das heißt theoretisch, ich hoffe es ist dafür, kann man auch
diese Schalter genauso für einen ECU-Kill legen, dass man in dem Moment nur das Steuergerät ausmacht. So, aber da müssen wir später noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Da bin ich jetzt gerade auch nicht ganz so im Bilde. Fakt ist, funktioniert immer, ist cool, ist ein cooles Gimmick. Auch gerade für die ganzen Oldtimer-Fahrer oder Wochenendfahrer müsst ihr nicht jedes Mal einen Pol abnehmen, sondern könnt einfach an- ausmachen. Fertig. So, ja, pass auf, jetzt gehen wir mal weiter. Achtung, Karton geht da hier. In den Raum gucken. So, erstmal wunderschöne Carbon-Türen. Ich glaube, das hat man im letzten Video noch gar nicht so weit gezeigt. Selbst Türpappen, es passt wirklich alles wie Plug and Play dran. Funzt alles und so weiter. Ihr seht da jetzt, hier fehlt halt noch komplett das Armaturenbrett. Damit ich halt, wie gesagt, an die ganzen Kabel überall rankomme. Das heißt, jetzt als nächstes verkabel ich provisorisch alles, dann kommt das Armaturenbrett rein, dann machen wir die Verkabelung endfest, dann kommt die Mittelkonsole und dann ist es auch fertig. Weil, wenn man nach hier guckt, ist sonst soweit alles drin. Himmel drin, Rücksitzbank drin, sonst ist das Auto schon wieder komplett, müssen nur noch die beiden Sitze und das Armaturenbrett rein. Unsere schönen Carbonleisten. Da gab es natürlich noch ein Upgrade für, hatten wir im letzten Mal ja schon besprochen. Und zwar fand ich die so ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich versucht, im Originalstil aus mehreren verschiedenen Schichten Aufklebern einen Aufkleber zu gestalten, der möglichst original aussieht. Und den versuchen wir da jetzt mal aufzubringen. Kann ja eigentlich nur in die Hose gehen vor der Kamera. Aber ist eh nur ein Versuch, weil ich weiß, wie gesagt, selber noch gar nicht, wie der Aufkleber am Ende auf der Leiste aussieht, ob das hier so wirkt und so weiter. Deswegen, also von hier sieht es schon mal gut aus. Also wir müssen ihn eh aufbringen. Deswegen klebe ich auch erst die Fahrerseite, weil das ist die Seite, wo ich meistens drauf gucken muss. Yeah. Das kommt schon dem Original recht nahe. Ihr erinnert euch, original war da drin so eine Aluleiste, die war eluxiert. Ja, kann ich mit arbeiten. Finde ich cool. Könnte man natürlich hier auch glänzend machen. Passend zum Schweller. Original ist es mehr so ein Seidenglanz. Was hast du, René? Ich finde es schick. Eigentlich ganz cool, ne? Ja. Man könnte noch mal eine Folie probieren, wo ein bisschen mehr Glanz in dem Schwarz drin ist. Weil jetzt sieht es schon sehr extrem schwarz-matt aus. Aber trotzdem, für den Anfang geil. So, jetzt, wo machen wir weiter? Gewicht. Das ist ja das, wo ihr die ganze Zeit drauf hinaus wollt. So, ich setze mich mal hin. Ist einfacher. Folgende Sachen sind seit dem Winter aus dem Auto raus. Die Leisten, die ihr gerade gesehen habt, waren sage und schreibe 0,4 Kilogramm. Türen waren in Summe 28 Kilogramm. Kabel habe ich in Summe 7 Kilo aus dem Auto rausgeholt. Matten, ich erinnere euch, die ganzen Dämmmatten überall, waren in Summe 12 Kilogramm. Dann habe ich in Summe, weiß nicht, wo sie liegen, 1,2 Kilogramm nur wieder an Schrauben geholt. Dann haben wir nochmal 3 Kilogramm an dem Carbon-Unterfahrschutz geholt. Artium hat mir den originalen Unterfahrschutz in Carbon nachgebaut. Fällt mir gerade ein, haben wir noch gar nichts zu gezeigt. Machen wir aber auf jeden Fall nochmal. So, dann der Klimakühler, der rausgeflogen ist, waren nochmal 1,5 Kilo. Und am Ende noch die Stabis mit 6 Kilo. Wobei dazu muss ich sagen, die Stabis sind jetzt gerade noch nicht verbaut. Das muss ich noch machen. Also aktuell reden wir noch davon, dass die Stabis nicht verbaut sind. So, das heißt, zusammengerechnet haben wir, ich fange nochmal an, 0,4 plus 28 sind 28,4. Plus 7 Kilogramm Kabel sind 35,4. 12 Kilogramm Matten sind 49,4. 1 Kilogramm Schrauben 50,5 Kilogramm. Unterfahrschutz 53,5. Klimakühler 1,5. 55 Kilogramm. Stabis 6 Kilogramm. Sind wir bei 61 Kilogramm. Das ist gut. Schon nicht schlecht, ne? Ja. So, dafür, dass das Auto ja vorher schon leicht war, denke ich auch, dass wir da gar nicht so
verkehrt sind. Mir gehen jetzt auch langsam so die Ideen aus, wie ich es noch leichter machen sollte, ohne da jetzt wild rumzuflexen, Sachen rauszuschneiden, wie auch immer. Das ist schon, ich denke, da kann man mit arbeiten. Wenn ich jetzt von hier wieder gerade aufs Auto gucke, ich finde das immer noch so geil, dass das halt so aussieht wie original, ne? Ja. Man sieht ja wirklich gar nichts. Hier kommt ja noch die, wieder diese Wasserkastenabdeckung drauf und Windabweiser und so. Man sieht wirklich nichts. Ja, cool. So. 66 Kilogramm. Das ist schon. Ist schon ein bisschen was. Ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich denke, nö. Was denkst du, wie viel hast du bis jetzt generell schon aus der Limo geholt? Das können wir gleich perfekterweise, guter Hinweis, messen, weil ich weiß, als ich dieses Auto das allererste Mal auf diesen Wagen hatte, waren wir bei 1660 Kilogramm mit einem Vierteltank. Mhm. So. Heute haben wir einen halben Tank und haben leider noch nicht alles im Innenraum drin. Also bitte entschuldigt, dass die Messung jetzt hier nicht auf 10 Kilogramm genau wird. Aber wir können das so ungefähr schätzen schon mal. Ist schon mal ein Anfang. Ich tippe drauf, Minimum, wenn wir jetzt zu dem Stand gehen, also heißt jetzt nicht Rücksitzbank raus, Alu-Auspuff, leichtere Felgen und so weiter, sondern so wie das Auto war, würde ich sagen 300 Kilo. Das ist gut. Denke ich auch, dafür, dass das Auto ja optisch eigentlich genau gleich aussieht. Ja. So, hat sich ja optisch eigentlich an dem Auto nicht großartig was geändert, ne? Ja, das waren halt haufenweise Kleinigkeiten wie das Carbondach, dann den Himmel ohne Schiebedach, der ist auch nochmal leichter und sind ein paar Jahre reingegangen. Ich würde sagen, wir schnappen uns die Wagen und wiegen den Kollegen mal. Das macht gerade gar keinen Sinn. So. Aber immerhin noch gemerkt, ich würde ja gerne drauf fahren, aber ich weiß nicht, ob ich das ohne Sitz hinkriege. Testen wir. Weil meine Beine sind leider auch nicht lang genug, dass ich mir auf der Rücksitzbank sitze. Sieht bequem aus. Race Mode. Fall immer wieder krass ist an dem Auto, egal was ich zusammenbaue, es funktioniert mit dem Steuergerät immer. Man kann wirklich alles umbauen, außer die Düsen, da ist er ein bisschen zickiger, scheißegal. Also da ist das Steuergerät wirklich schon so schlau, sich über Luftmasse und Last alles zurechtzurechnen. So, 230, 443. Krass, wie viel der hinten leichter ist als vorne immer, ne? Was war hinten? Die Hälfte. Krass. Fast die Hälfte, ja. 230 plus 443. 361. So, ha. Sind wir bei 1322 Kilogramm. So wie das Auto hier steht. Jetzt müssen wir gegenüber meinen sonstigen Angaben beim Vierteltank, ich sag nochmal 10 Kilo Sprit abziehen. 10 Kilo Sprit sind übrigens ungefähr 13, 14, 15 Liter, weil Sprit, verwechseln viele immer, ein Kilogramm Sprit wiegt nicht, ein Liter Sprit wiegt nicht ein Kilogramm, sondern deutlich weniger. So, 1313 ungefähr mit Vierteltank, wie ich das immer als Referenzmessung gemacht habe. Dann kommen noch die 6 Kilogramm Titanstabis raus, sind wir bei 1306 Kilogramm. Wenn wir jetzt mal annehmen,
Sitz mit Konsole, die beiden Sitze, Armaturenbrett, 30 Kilogramm, Mittelkonsole mit allem nochmal 10. Ja, würde ich sagen, sind wir aktuell im Street Mode ungefähr bei 1306 plus 40. Mensch. 1346 Kilo. So, Pi mal Daumen. Wir werden es auf jeden Fall nochmal am Ende wirklich zeigen. Mein Wunsch ist immer, dass ich euch mit euch nochmal einmal so ein Event-Video machen kann. Das heißt, wie wir das Auto fürs Event vorbereiten. Da können wir dann nämlich perfekt Gewicht vorher nachher zeigen. Jetzt gerade sind die Alu-Spiegel dran, die sind tonnenschwer und so weiter. Aber ich weiß noch, 1660 Kilogramm zu 1346, 300 Kilo Minimum. Also 300 Kilogramm sind wirklich Minimum rausgegangen. Deswegen. Ja, perfekt. So, wollte ich euch noch irgendwas zeigen? Ich glaube, eigentlich haben wir soweit alles. Auto läuft wieder. Am Wochenende werde ich die Displays verkabeln. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall mit auf die erste Fahrt, wenn wir die ganzen Funktionen checken und so weiter. Und dann geht's weiter mit dem Auto. Danke fürs Zuschauen.